sind klein und trinken Nektar von den Blumen. Und ich habe schon mal einen Baum gesehen, der jeden durchgekitzelt hat. Du bist lustig. Seht mal, Kinder. Seht euch nur diese bunte Blumenpracht an. Und denkt daran, ihr könnt euch die Blumen ansehen, an ihnen riechen, aber sie nicht abpflücken. Ganz bestimmt, weil sie giftig sind. Nein, Billy. Weil wir die Natur schützen wollen. Sie ist so schön. Kommt alle her, hier ist ein Wackelpilz. Was ist denn ein Wackelpilz? Ja, und wo ist er? Er hatte es furchtbar eilig. Der Wackelpilz wackelte und zappelte und dann hüpfte er davon. Ihr seid leider zu spät gekommen. Leo, dein Wackelpilz gibt's gar nicht. Aber ich hab ihn gesehen. Was ist das denn? Das wird ein neues Farnblatt. Es rollt sich ganz langsam aus und wird zu einem großen Blatt. Oh. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Das ist alles deine Schuld. Du hast gesagt, ich bin ein Angsthase. Und du bist als Erster weggelaufen. Was sollen wir jetzt nur tun? Vielleicht können wir durch den Fernrohr sehen, wo die anderen sind. Du willst immer der Bestimmer sein. Hast du etwa eine bessere Idee, hä? Vielleicht sollten wir doch mein Fernrohr benutzen. Ich sehe nur Gras. Versuch du's mal. Darf ich wirklich? Sind wir wieder Freunde? Nein, aber du kannst es mal benutzen. Von hier unten kann man gar nichts erkennen. Kannst du nicht auf meine Schultern steigen? So, Kinder, dann zeigt mir mal die Blätter, die ihr gefunden habt. Maggie, warum sprichst du denn so laut? Ich möchte, dass mich auch wirklich jeder von euch Kindern hört. Ich kann sie sehen. Hurra! Wir haben es geschafft. Freunde? Freunde. Seht nur her, die sind noch grün, doch bald nicht mehr. Hier, mein Blatt ist orange. Und ich habe ein rotes gefunden. Und was wollen wir drei jetzt spielen? Ich weiß was, wir können Ball spielen. Aber leider kann Lilly das nicht so gut. Aber wir können es ihr beibringen. Also gut, du und Lilly zusammen und ich und Teddy. Vor gar nicht langer Zeit gab's eine Babysitterin, die wie ein Monster aussah. Und weißt du auch, was sie tat? Sie aß nur Erdbeeren und sprang mit Freunden im Kreis herum, wie ein Känguru das gerne tut. Und sie fraß keine Maus, denn deren Füße waren ihr zu stinkig. Hey, ihr scheint ja zusammen richtig Spaß zu haben. Wisst ihr was? Wir haben Lilly das Ballspielen beigebracht. Seht mal. Ja, bravo, Lilly. Gut gemacht, Lilly. Also, Leo, darf Ella nachher wiederkommen, um auf euch aufzupassen? Nein. Das verstehe ich nicht. Wir hatten doch so viel Spaß. Ja, und deshalb möchte ich, dass du hier bleibst. Wolltet ihr nicht schon längst weg sein? Bis dann. Bis später, ihr Süßen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht bleiben sollen. Zu Hause scheint es ziemlich lustig zu werden. Jetzt gehen wir aber los, Raupi. Raupi? Raupi! Raupi! Was machst du denn da oben? Halt dich bloß gut fest. Keine Angst, ich helfe dir. Du frechdachst du. Kleine Klettermaus, na, wo willst du denn hin? Leo, hast du Lust, drüber zu kommen? Darf ich, Papa? Ich will spielen. Du solltest dich aber erst einmal um Raupi kümmern, bevor du spielen gehst. Ja, klar. Mach ich, Papa. So was, dass eine Raupe so viel Arbeit macht. Raupi, was ist denn mit dir passiert? Mama, Papa, kommt schnell. Raupi ist krank. Wir müssen einen Arzt rufen. Nein, Leo, wir brauchen keinen Arzt. Raupi ist nur dabei, sich zu verwandeln. Sich zu verwandeln? Aber in was verwandelt sie sich denn? Ich zeige es dir.
Raupen sind ganz besondere Tiere. Hey, die sieht ja genauso aus wie Raupi. Ja, und nach einiger Zeit verändert sie ihre Form und verpuppt sich. Und bleibt sie dann für immer so? Nein, Leo. Danach verwandelt sie sich in einen Schmetterling. Oh. Ich will etwas essen, aber dazu müssen wir wohl runter. Du hast auch Hunger, stimmt's? Ich komme! Mama, warum stehen da so viele Teller? Wir bekommen Gäste. Gäste? Da sind sie ja. Ich geh schon. Kommt rein. Ich schau mal nach, was Leo hat. Leo, ich glaube, es würde dir besser gehen, wenn du mir erzählst, was los ist. Du kannst dich doch nicht den ganzen Tag lang verstecken. Aber mir gefällt es hier. Komm her, mein Schatz. Na komm. Ich wollte Mathildes Pulli nicht kaputt machen. Es war doch nicht mit Absicht. Ich will nicht ins Gefängnis. Aber Leo, wovon redest du denn da? Mathilde hat Albert hierher gebracht, damit er mich verhaftet. Eigentlich haben wir Albert zum Kuchenessen eingeladen. Und bei Mathilde könntest du dich vielleicht einfach entschuldigen. Was meinst du, gehen wir zu ihr? Ja. Achtung, Kapitän, eine riesige Krake kommt auf uns zu. Wir müssen gut aufpassen, dass sie uns nicht schnappt. Keine Angst, Billy. Das ist bloß ein Blatt. Wir spielen doch nur. Ich weiß. Ich spiel auch nur, dass ich dich beschütze, Fipsi. Ach so. Das ist aber lieb, Billy. Passt auf, dass ihr nicht ins Wasser fallt. Hey, Billy, hast du gar keine Angst? Wir Piraten haben vor gar nichts Angst. Und wir haben Schwimmwesten. Damit sind wir nämlich sicher, auch wenn wir ins Wasser fallen. Hä? Wir fahren von ganz allein zum Ufer. Ich glaube nicht ganz von allein. Ich habe da was entdeckt. Ein feindliches Schiff hat uns am Haken. Nein. Unsere Mamis. Teddy ist sehr gut im Überreden. Bei meiner kleinen Schwester Lilly klappt das immer. Das klingt nach einer exzellenten, super Idee. Hallo, Gugu. Ich heiße Teddy. Ja, es funktioniert. Willst du mit mir spielen? Mir ist heiß, dir auch? Ich brauche Wasser. Gibt es hier Wasser, Miguel? Aber natürlich, Teddy. Soll ich es vielleicht anstellen? Was meinst du, Gugu? Soll er das Wasser aufdrehen? Großartig, das ist ja schnell gegangen. Ja, dank meines tollen Helfers, Leo. Und Teddy. Hallo, da seid ihr ja. Und so pünktlich. Ja, beim Doktor war es echt lustig. Und jetzt freue ich mich schon total auf meine Stachelfliege. Ich fand es ganz okay, aber ich dachte, es würde spannender werden. Didi, Miguel zu helfen hat viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Wirklich? Ja. Ich bin gleich da, Mama. Mach's runter. Oh nein. Das sieht ja furchtbar aus. Was soll ich denn jetzt nur tun? Hallo, Fipsi. Hallo. Wolltest du beim Fotografieren zusehen? Wo ist Leo? Da kommt er ja. Na los, Leo. Gleich kann's losgehen, Paco. Hallo, Leo. Bist du fertig für das Foto? Nein, überhaupt nicht. Wieso nicht?
Was ist denn los? Naja, ich wollte besonders schön aussehen, aber es ist schief gegangen. Ich bin sicher, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Was ist denn passiert? Zeig doch mal. Das kann ich nicht. Furchtbarer als ich kannst du nicht aussehen. Sieh doch. Es ist ganz schrecklich.